Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wieder ATS Sonntag. Ja, wir sind in der 1.49 unterwegs. Ne, Abo, liken, kommentieren natürlich nicht vergessen. Die Mods findet ihr unten in der Beschreibung. Was haben wir hier heute? Also wir fahren den Kühler nochmal. Haben wir letzte Woche schon mal gefahren. Geiles Ding aus dem Workshop. Dazu gibt es eine nette Mod für den International 9900i. Habe ich im Livestream auch schon mal den Vorgänger dieser Mod gezeigt. Schmeiße ich mal oben in die Infobox irgendwo im Video. Und ja, was haben wir hier noch? Wir gucken uns heute die Features der 1.49 an auf jeden Fall. Fahren natürlich auch eine kleine Runde und werden dann alles weitere soweit besprechen. Wir gehen in die einzelnen Optionen rein. Wir haben ja ein neues Wetter bekommen. Wir haben einen gebrauchten Truckhändler bekommen. Wir haben neue Abblendfunktion fürs Fernlicht bekommen und so weiter und so fort. Ne? Von dem Wetter weiß ich nicht, ob wir so viel sehen werden. Wir werden auch ein bisschen im Dunkeln fahren. Vielleicht erhaschen wir auch den Mond. Andere YouTuber haben das aber auch schon so detailliert gezeigt. Also so viel wollte ich jetzt hier auch gar nicht machen. Wir fahren allerdings heute trotzdem die 1.49, weil es muss ja auch mal langsam in die Richtung gehen, dass wir uns damit beschäftigen. Und ich hoffe, der Release dauert nicht mehr allzu lange. Und ja, musste auf einige Mods natürlich verzichten. Aufgrund der höheren Versionsnummer gehen jetzt so einige Sachen nicht. Einige Wheelpacks und so ein paar Paytrucks und so. Aber gut, das soll uns hier nicht berühren. Wir fahren heute hier for free Mods und ja, viel Spaß dabei. Wir legen los. So, meine Freunde, da sind wir mal in dem neuen Reparaturmenü. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier die Möglichkeit, erstmal sehen wir links die Daten von Fahrzeug und Trailer. Das ist so ein bisschen ineinander geschrieben hier leider auch hier oben. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, das wird wahrscheinlich auch daran liegen, weil ich hier natürlich irgendwie einen anderen Motor von Stall Jerry, den Sound und so haben wir ja drin, vielleicht liegt das daran. Fahren heute mit Detroit Diesel und da sind die Werte so ein bisschen hier in die Schrift gerutscht. Ist ja noch eine Beta, werden mit Sicherheit noch einige Sachen auch gefixt. Und ja, was haben wir hier rechts noch? Hier haben wir auf jeden Fall Replace All, Repair All. Aha, wir können auch Sachen direkt komplett tauschen. Oder halt reparieren. Da könnt ihr dann noch einzeln auch angeben, dass ihr nur bestimmte Sachen, wenn hier jetzt nur 1% Schaden ist, dann kann man vielleicht erstmal die wichtigen Dinge reparieren, Getriebe und Motor, und kann die, sag mal, nicht ganz so wichtigen Sachen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt machen. Man ist ja jetzt nicht immer gleich so vermögend wie manch YouTuber hier, aber das kommt halt auch davon, ihr müsst auf jeden Fall im Hintergrund eine Spedition aufbauen. Sobald, ich sag mal, die ersten 3, 4 Garagen gekauft sind und die voll sind mit Trailer und Lastwagen und Mitarbeiter, dann ist das mit dem Geldverdienen hier völlig scheißegal. Dann läuft das so durch. Ja? Also ich habe jeden einzelnen Tag in SCS einen Umsatz mit meinen Mitarbeitern von 1,4 Millionen. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich in die Konsole gehe und die Uhrzeit auf 6 Uhr morgens stelle, habe ich die Kohle verdient. Ja? Also das geht dann auch mit, wie auf meinem Konto schon, 23 Millionen Ratzefatze. Ne? Das sind quasi 23 Tage SCS und man hat die Kohle. Also später spielt das keine Rolle mehr. Geld spielt überhaupt keine Rolle mehr. So, jetzt aber hier wieder zur Werkstatt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Schaden am Trailer gehabt, aber ganz minimal nur. Ist nicht mal, schlägt nicht mal aus in Prozent. Wären insgesamt jetzt eine 200 Euro, also 200 Dollar Reparatur. Ja, das war schon mal das Erste. Wir gucken uns gleich noch den Gebrauchtruckhändler an und so. Ich hoffe, wir kriegen auf der Fahrt auch mal so ein bisschen Eindruck von den neuen Wetterereignissen. Und ja, ich spring raus, weiter geht's. Da richten wir unseren Blick nochmal in die Optionen. Unter Gameplay gibt es nämlich jetzt auch eine neue Geschichte. Und zwar haben wir jetzt hier Automatic High Beams und Headlights Automatic. Also automatisches Licht, Lichtsensor und auch, ich will mal sagen, Weitenregulierung. Nein, es ist Fernlicht, aber bei den neueren modernen Autos, der eine oder andere kennt es vielleicht, schalten die Scheinwerfer automatisch zu und ab, wenn kein Gegenverkehr da ist, ne, und die Sensoren keine Gegenbeleuchtung wahrnehmen.
Finde ich eine coole Sache. Wie viele Tickets haben wir schon bekommen, weil wir ohne Licht gefahren sind, abends um 7, wo es noch hell ist? Das sollte ja dann jetzt nicht mehr passieren, wenn man diese Option anschaltet. Und ja, das ist, soweit ich hier sehen kann, auch das Einzige, was dazugekommen ist. Nochmal hier einmal durchgucken. Nee, das ist so die einzige Option. Die neue sieht man auch daran, dass es noch nicht übersetzt ist hier. Und checken wir aus. Wir gucken uns das gleich sowieso alles auch nochmal im Dunkeln an, weil wir haben ja jetzt auch einen, ich sag mal, einen Mond bekommen, der abnehmender und zunehmender Mond simuliert. Und alles super geil, sehr gespannt. Ja, also wir hüpfen wieder auf die Straße, weiter geht's. Ja, dann wollen wir mal los. Wir sind in Texas, in Dallas und besorgen uns jetzt eine Fracht. Und zwar Trockenfrüchte habe ich uns rausgesucht. Ja, sieht ja nicht super aus. Wir haben jetzt schon 17 Uhr Nachmittag. Wir wollen natürlich gucken, wie es gleich im Dunkeln ausschaut. Neue Game-Version musste natürlich auf einige Sachen verzichten, wie zum Beispiel die American Wheels, die noch nicht upgedatet sind, die Conbars, die noch nicht upgedatet sind. Und einige Paytrucks, die auch leider versionsbedingt noch nicht upgedatet sind. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte den Truck eigentlich mit den American Wheels fahren. Aber dann nehmen wir wieder mal das von Retro Development, das Wheelpack. Zuverlässig, for free. Funktioniert bei jeder Version. Ist schon uralt, aber meiner Meinung nach immer noch eins der besten Wheelpacks. Hier stehen die Reifen auf dem Boden. Der Truck liegt auf dem Boden richtig. Haben wir bei vielen, sogar beim Smarty Wheelpack, haben wir das bei dem einen oder anderen Update gehabt, dass die Trucks so ein bisschen irgendwie, war da Luft zwischen. Zwischen Reifen und Straße. Hat mir überhaupt nicht mehr gefallen. Hier bei dem Retro Development, obwohl das so alt ist, keine Probleme. Wir haben hier verschiedene Reifengrößen. Ich habe jetzt ein Lowliner-Profil gewählt, also einen etwas flacheren Reifen. Und ihr seht selber, das sieht wunderbar aus, da leuchtet kein Licht durch, gehen auch für die Trailer, ne? Wir haben jetzt hier das ovale Muster genommen, nicht die Peterbilt-Felgen, weil Peterbilt hat ja für sich die Alcoa-Felgen mit den ovalen Löchern, das sind ja die Originalen für Peterbilt. Das ist eine Nummer größer und finde ich passt sehr geil zu dem International, der hier auch voll Custom dasteht, ne? Wie im Vorspann schon gesagt, 556 hat uns hier wieder einen wunderbaren Mod reingehauen. Oh, Fahrwerk hoch. Wir fahren schon mal los und holen die Fracht schon mal ab, während ich hier quassel. Ja, die UI funktioniert leider noch nicht. Da müssen wir uns jetzt mit der Standard-UI begnügen. Fahre ich hier vorne aus dem Parkplatz raus. Slot-Jerry-Motoren funktionieren. Oh, ich muss mal eben meinen Sitz einstellen. Eine Sekunde. Nette Mod. 556 hat ja, gab ja schon vorher eine International Mod. Die sind jetzt aber discontinued, also die werden nicht mehr weiter fokussiert. Ich denke mal, da werden jetzt die Teile, die jetzt noch fehlen, also zum Beispiel die schwarz gepulverten Sachen, Luftfilter, Bumper und so, die sind jetzt hier in der Mod leider noch nicht mit drin. Ich hoffe aber natürlich, dass das alsbald hier noch mit eingefügt wird. Ansonsten richtig coole Mod. Alles da. Große Kabine, langes Chassis, kleine Kabine, langes Chassis. Und noch einige andere Features. Wir haben Bumper, wir haben Fender, wir haben Paint-Tanks und Treppen, andere Auspuffrohre. Ich habe jetzt hier die Originalen dran, aber man kann auch andere verbauen. Und geiler Mod, ne? Dazu fahren wir natürlich den Kühlanhänger. Habe ich im letzten Video auch schon gezeigt. Aus dem Workshop. Freut mich sehr, dass es jetzt auch so einen schönen Anhänger im Workshop gibt. Ich meine, wir haben ja den Frühauf-Custom-Trailer und einige andere noch, den Sidemake-Planwagen und so. Auch alles schöne Anhänger. Aber das hier ist schon genial, ne? Also ein fahrender Spiegel. Oh, ich fahre jetzt hier, glaube ich, durch die falsche Seite raus. Oh ja. Nee, nee. Wir fahren hier sonst auf einer Einbahnstraße, glaube ich. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber das sieht mir fast so aus. Wir müssen da hinten rausfahren.
fahren jetzt hier heute mal ein bisschen Detroit Diesel Sounds. Oh, Getriebe muss ich auch noch umstellen, merke ich gerade. Wenn ich nicht auf 18 Gang stehen. Ja, wenn ich gleich aufgeladen habe, gucken wir uns auch mal den Used Truck Händler an. Gibt es ja auch jetzt auch ein neues Feature im Game. Ich muss mir aber mal eben das Getriebe umschalten. Das ist halt, wenn man ständig zwischen 13 und 18 Gang wechselt, dann muss man halt immer in den Optionen, wenn man manuell schaltet. Ach, nicht Gameplay, Kontrolle. Hier, Controller. So, haben wir da was Neues bekommen? Ich glaube nicht. Hier ist alles so weit, wie es vorher auch war. So, da. 18 Gänge. Let's go. Ah ja, das fühlt sich schon besser an beim Schalten. Nicht mehr ganz so hochtourig. Huppa. Bisschen ungewohnt mit der Karte da unten jetzt. Weil ich ja schon ewig mit der UI und Tool-Leiste oben am Bildschirmrand fahre. Ja, wir haben jetzt die HDR Skybox. Sehr interessant, also das Wetter wurde deutlich realistischer gestaltet. Ich meine, jetzt bei schönem Wetter sieht man das vielleicht auch gar nicht so. Ah, muss gleich den Fuel Tracker noch aktivieren. Ja, ist auch hier brandneu gebaut, der Truck. Gerade mal 20 Meilen am Tacho. Yay. Yeah. Detroit Diesel Sounds. Schöner LKW, ich mag den International 9900i, ist echt ein toller Truck. Hat meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Liebe beim Release bekommen. Aber kann man ja alles mittlerweile durch Mods ausgleichen. Finde ich auch sehr schön hier bei der Mod, es sind nach vorne gelegte Spiegel mit dabei. Also muss man sich da auch nicht extra noch eine Mod drauflegen. Gibt es ja auch für den International. Weil er die Spiegel so, ich sag mal, weit vorne hat, oder weit hinten aus der Sitzposition heraus, muss man immer arg den Kopf drehen, wenn man da reingucken will. Und das kann man ganz einfach lösen, indem man das Gestell einfach ein bisschen nach vorne macht. Und dann kann man hier auch so, wie ich jetzt hier sitze, bequem noch den linken Spiegel so ein bisschen mit dem Auge behalten. Aber wir müssen auch schon wieder runter hier. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob euch das besser gefällt, wenn ich die Kamera manuell steuere oder ob ich, ob das besser ist, wenn ich den View Tracker benutze im Cockpit. Weil ich finde, ohne den View Tracker ist das Bild natürlich wesentlich ruhiger im Cockpit. Ne? Also. Allerdings haben wir dann auch nicht so Sachen, dass wir tief sitzen, hoch sitzen und etc. Also ich fahre lieber damit. Und hier können wir direkt durchziehen. Gleich da hinten links. Wunderbar. Immer geradeaus. Ja, und schreibt natürlich mal unten rein, was sagt ihr zu 1,49? Gefällt euch das? Haben sie das gut gemacht? Würde mich mal interessieren. So, sobald ihr aufgeladen habt, gucken wir uns nochmal so ein bisschen das nächste Feature an, den Gebrauchtruck-Händler. Da bin ich noch so ein bisschen unstimmig, da weiß ich noch nicht ganz genau, was ich damit anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Weil so, was ich jetzt bei den anderen YouTubern so gesehen habe, da sind natürlich viele coole Sachen
sind da mit implantiert worden, also dass man da auch wirklich einen LKW kauft, der vielleicht auch nicht ganz in Ordnung ist. Oder dass man da irgendwie halt günstiger an einen LKW drankommt. Weiß nicht genau, wie wichtig und wie günstig die LKWs jetzt wirklich sind. Weil nützt nichts, wenn ich einen LKW kaufe, der 20.000 Dollar vielleicht günstiger ist. Oh, ich muss da links. Wenn der so kaputt ist, dass ich diese 20.000 Dollar dann da investiere, dann kann ich mir den gleich neu kaufen und da ist alles heile. Also da muss ich mal noch vielleicht gleich mal Wir sind fertig. ein bisschen genauer beäugeln, ne? Also für mich ist das auch heute hier das erste Mal, die 1,49. Ich habe natürlich vorher ein bisschen in den Menüs rumgesucht und geguckt, was es so gibt. Aber letzten Endes fahren tue ich gerade auch die erste Fahrt in der 1,49. Ja. Da sind wir. Oh, wollen wir die Kiste mal hier hinten reindrücken. Opala. Ja. Da kommen wir schon auf die Bordsteinkante. Macht aber nichts. Ziehen wir einmal ein Stück über die Wiese. Ihr seht auch rechts, die UI hat so ein bisschen anderen Hintergrund bekommen. Alles so ein bisschen schicker überarbeitet, will ich jetzt mal sagen. Für mich sind diese Dinge, die mir nicht gefallen, das modde ich einfach weg, ne? Also, kennt das ja. Aber es gibt ja auch viele, die das Spiel komplett original fahren und überhaupt keine Mods oder irgendwas benutzen. Was ja auch okay ist. Aber ich brauche immer irgendwie ein bisschen Pimp My Ride hier. So. Und mal schnell aufladen und dann gucken wir mal, ob wir hier so einen gebrauchten Truckhändler finden. Einmal laden bitte. Trockenfrüchte. So, schauen wir einmal rein. Wieso wackelt der Trailer hinten? Sind wir gerade nach hinten gerollt? Ich glaube, wir sind gerade ein Stück nach hinten gerollt. Naja, gut. Was haben wir jetzt hier? 15 Tonnen Trockenfrüchte. Nach Lawton geht's. Und Equus Power Transport. So, wir schauen jetzt aber nochmal auf die Karte. Und da weiß ich jetzt gar nicht genau. Nein, wir müssen, glaube ich, in die Menüs. Und dann schauen wir mal. LKW-Händler. TD Use Truck Notice. Okay. Jetzt ist die Frage, wie finde ich einen Used Truck Händler? Und muss ich die vielleicht auch erst. Ah, wenn mir. Ah, seht ihr das hier? Da sind neue Fragezeichen. Okay, dann fahren wir da gleich mal rüber, würde ich sagen. Gehen wir nochmal auf die Karte. Ja, das ist hier Peterbilt. American Truck Haulers. Könnte das sein? Und sonst haben wir hier kein Fragezeichen, außer das hier. Und das wird eine Arbeitsagentur sein. Ja, würde ich sagen, haben wir auf dem Weg zu unserem Ziel vielleicht auch noch sowas? Wollen wir mal eben einmal schauen. LKW-Händler. Aber ich glaube nicht, dass das hier.
Haben wir auch keine Option für hier, ne? Für einen Gebrauchthändler. Aber das kann ja fast nur das sein hier. Fahren wir doch einfach mal rüber und schauen mal. Das ist hier oben. Nur einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Aber sollte kein Thema sein. So. Los. Ah, es kommt auch schon die Dämmerung so leicht. Ach so, was ist denn jetzt hier mit Licht? Aha. Wir haben jetzt schon mal eine Veränderung. Es geht nicht nur Parklicht an. Ne? Ich kann nur noch einen Knopf drücken und es geht alles an. Er hat sofort vorne die Headlights mit an. Tatsächlich, die Rampe geht ein bisschen runter. Dann sind wir gerade tatsächlich ein bisschen zurückgerollt. So. Falscher Knopf. Ist natürlich cool, dass wir da jetzt einen eigenen Händler für bekommen, ne? Habe ich ja im letzten Video schon erwähnt. Das ist so. Biege nach rechts Also, ab. das könnte auch eine Vorbereitung auf ältere LKWs sein. Fände ich ja richtig toll. Ich meine, so den International oder einen Western Star gibt es ja auch schon etwas ältere Modelle, die kriegt man auch einfach beim Händler. Aber ich fände das ganz cool, wenn man dadurch jetzt so ein bisschen mehr implantiert. Ja? Ich meine, die Rechte haben sie ja von Kenworth, Peterbilt und so, dass sie da die Namen und Labels benutzen können. Ich weiß noch nicht, wie das im Detail funktioniert, ob man da Lizenzen für jedes einzelne Teil, was man da benutzt oder irgendwie. Oh! Glück gehabt. Ach so, ich wollte meinen Tracker anschalten. Ein Sekündchen mal. Machen wir mal eben schnell. So, Tracker on. Ampel grün. Let's go. Immer geradeaus. 575 PS, Detroit Diesel heute. Rechts Also halten und dann rechts abbiegen. haben wir jetzt hier nicht so eine Biege nach rechts overpowered ab. Maschine heute. Ja, bin ich mal gespannt, ob Trucking Haulers da der Gebrauchthändler ist. Ich glaube fast nicht. Also. Oder haben wir das bei den einzelnen Truckhändlern dann, dass wir da eine Used-Abteilung haben oder wie läuft das jetzt? Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ja, wird das Video alles in allem heute ein bisschen länger. Aber wir haben natürlich auch viel zu erzählen hier. Mit der 1,49 sind ja echt tolle Sachen wieder dazugekommen. Oh, da die untergehende Sonne. Sehr schön. Bin gespannt, ob wir gleich auch den Mond sehen. Und wie sich das Wetter verhält. Wir werden natürlich nicht die ganze Rechts Zeit ab jetzt gleich im Dunkeln und fahren. rechts abbiegen. Wir werden uns dann irgendwann wieder auf Tag stellen. Biege nach rechts ab. Regenwahrscheinlichkeit und so habe ich ein bisschen höher Bitte gedreht. rechts halten. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht auch noch ein bisschen anderes Wetter bekommen.
Ja, Himmel und diese ganzen Geschichten, das hat mir ja schon vorher gut gefallen, muss ich sagen. Da kann man ja überhaupt nichts sagen. Da haben die echt gute Arbeit gemacht, auch vorher schon. Deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt noch für eine Schippe draufgelegt wird mit den Wetterereignissen. So, wir fahren einen externen Auftrag, das heißt, wir können auch nur 65 fahren. Aber dafür haben wir den schönsten International, der hier rumfährt. Heute mal richtig schön rot. Ah, wir müssen weiter geradeaus. Bitte links halten. Schöne Combo. Mag den Anhänger total. Also ich finde das total lässig. Hat ein bisschen was vom Great Dan, ne? Von Look her. Und die gibt es ja leider nur als Pay-Version. Mit Sicherheit auch irgendwo for free, aber das ist immer so halblegal nur. Weil also ich versuche auf jeden Fall das zu vermeiden, dass Bitte ich links mir halten. Mods ziehe, die irgendeiner kopiert und auf eine Drittanbieterseite hochlädt. Also ich versuche dann schon die Modding-Kollegen hier so ein bisschen zu unterstützen. Ne? Also wer da Geld für haben will, der soll das auch ruhig haben, wenn er gute Arbeit macht. Ne? John Wooler zum Beispiel, fantastische Dinger. Ne? Also die Quali ist Bombe. Und da kann man ruhig ein bisschen Geld für ausgeben. Ne? Ah, müssen wir hier runter? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Oh, der Sound von den Detroits ist einfach klasse, ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Das war knapp. Ja, schauen wir uns heute mal ohne Ticket. Ich glaube das nicht. Irgendwas passiert immer. Aber mit den neuen Lichtoptionen haben wir ja auf jeden Fall schon mal das Lichtticket vermieden, ne? Normalerweise müsste das ja rechtzeitig angehen dann. Weil ich sie auch dann gar nicht mehr automatisch schalten kann, also manuell schalten kann. Anscheinend. Biege nach links ab. So, jetzt bin ich ja so gespannt. Interessant aussehen tut es auf jeden Fall schon mal, aber es sieht nicht aus wie ein Händler, oder? Zumindest habe ich hier nichts, wo Machen ich. Sie eine Kehrtwende. Okay, lass uns eine neue Route finden. American Truck Haulers. So, habe ich jetzt freigefahren hier. Mal eben auf Karte gucken, ob wir den benutzen können jetzt. Das sieht ja schon so aus, aber ich glaube. Ach so, hier. Used Trucks, hier haben wir es doch. Ach, Herrgott, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Mensch. Herrgott. Okay. Jetzt sind wir schon mal hier in dem Used Truck Menü. Trotz alledem möchte ich jetzt wissen, ob wir jetzt hier richtig sind. Eine Sekunde mal. LKW-Händler. Naja, er sagt mir hier auch, das Fragezeichen ist noch nicht frei.
Freightliner. Okay. Ich fahre mal eben rüber zu dem Fragezeichen. Wenn das nur der Peterbilt-Händler ist, ist das ja Quatsch. Frag mich, wofür ich denn hier. Hier kann ich auch keine Quests annehmen, wie ihr seht. Ne? Also das ist irgendwas anderes hier. Hier in der Halle auch nicht. Ne, in der Halle kann ich auch nichts annehmen. Aber cool. Ich denke, das war schon richtig hier. Dass man, wenn man den dann kauft, muss man ja auch irgendwo rauskommen, ne? Also. Biege nach links ab. Retro Arcade. Fun for Wolf Family. Spielautomaten. Also, was mir auffällt, oh, der Graben, gefährlich, dass das Licht anders aussieht vorne. Bitte machen Sie eine Ja, mache ich doch gleich. Also, das ist nur der Peterbilt-Händler, was wir jetzt hier haben. Ja, und jetzt ist das auch weg auf der Karte, denke ich. Jep. Na gut, dann war das nicht Truck Haulers. Dann gehe ich jetzt da trotzdem mal. Ich pack mal eben hier rückwärts ein bei berechnen. Peterbilt. Und dann gehen wir nochmal schnell in das Menü rein und schauen uns das mal an. Können wir gerade stehen bleiben. Ich werde nur nicht im Weg stehen, dass hier kein Stau entsteht. So. Dann gehen wir nur dann nochmal reingucken hier. So. Da haben wir jetzt die einzelnen Truck-Hersteller auch. Das ist ja interessant, ja? Ich habe dann anscheinend auch immer nur eine gewisse Auswahl. Gehen wir mal auf so einen Truck drauf. Ach so, dann kann ich meine Garage auswählen, wo ich den kaufen will, wo ich den hinstellen will. Nee. Ach so, hier, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann kann ich sehen, was los ist. Also, wir haben 22%, also wir müssen ordentlich reparieren. Das sieht man unten an der Leiste, wo die ganzen Räder, Kabine, Chassis, Getriebe, Motor. Der ganze LKW soll 40.000, also 114.000 kosten, hat 40.000 Meilen gelaufen. Hat hier eine Bewertung von 3 Sterne. Mal gucken. Ah ja, die Bewertung der Sterne ist halt auch der Reparaturgrad, ne? Also ist weniger kaputt, hat er mehr Sterne. Sehr interessant. Jetzt müssen wir aber mal gerade gucken. Wir haben hier 114.000 und 178.000 mit einmal 4 Sterne und einmal 3 Sterne. Also jetzt muss ich auf jeden Fall mal schauen. Und auch nur 3 Seiten hier, ne? Also es ist nicht so viel. Muss ich mal eben schauen, was so ein Ding original kostet, ja? LKW-Händler, Westernstar. Und nochmal gucken. Also der hier liegt bei 144.000. Und der liegt bei 186.000. Also, müssen wir jetzt mal ganz, muss ich jetzt mal, ja gut, hier bei ihm hier, da lohnt es sich schon. 190.000, 114 sollte er kosten, ist aber auch viel kaputt. Ja? Er sollte 144 kosten, 186 neu. Das sind 40.000. Das sind maximal 2 Fahrten, die ich dafür mache, um den Truck neu zu kaufen. Ohne Schäden, ohne alles. Jetzt natürlich müsste man schauen, was man denn für die Reparatur bezahlt. Also, wenn man auch noch Teile tauschen muss und umbauen muss und da wirklich aufs Geld gucken muss,
dann glaube ich nicht, dass man wirklich Geld spart. Also kann ich mir fast nicht vorstellen. Werde das jetzt hier nicht in so einem Live-Experiment ausprobieren, aber ihr seht es ja selber. Die Kaufpreise 190.000, 186.000 zu dem Gebrauchtkauf von 114.000 und 144.000. Das ist bei dem einen Sparta 40.000, bei dem anderen Sparta, ja, da ist es schon immens, das sind es 80.000. Ist jetzt natürlich die Frage, wenn man den reparieren muss, was kommt noch drauf? Was muss getauscht werden? Ist da der Motor drin, den ich haben möchte? Weiß ich nicht. Muss man mal abwarten, was da vielleicht noch folgt, weil ich glaube, das hat nicht nur allein den Grund, dass man hier einen Truck etwas billiger kaufen kann. Da hätte man auch andere Sachen machen können, wie einmal im Monat irgendwie ein Verkaufsevent, wo die Trucks einfach 10% billiger sind oder so. Hätte man auch so machen können. Also weiß ich nicht, ob das jetzt so dieses Ganze hier rechtfertigt. Ne, also für mich ist das ein Indiz, dass es mit gebrauchten Trucks und vielleicht auch älteren Modellen dann irgendwann auch mal weitergeht, dass wir die dann beim Used-Händler kaufen müssen und wenn wir unsere verkaufen, die finden wir vielleicht dort auch wieder. Interessant wäre das. Ne? Also muss man ja mal ganz klar sagen. So, aber jetzt wieder zur Fracht. Jetzt müsste es auch schon so dunkel sein. Ich gehe mal kurz in die freie Kamera. Relativ viel Flugverkehr, aber einen Mond sehe ich heute hier leider nicht. Was für ein Flugverkehr hier ist, ja Wahnsinn. Aber gut, wir sind in Dallas. Hier ist natürlich auch eine Menge los. Auch das war der Fotomodus, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, machen wir mal los. Ich lasse es mal noch ein bisschen dunkel. Wir haben 0:44 Uhr. Opa. Also wie gesagt, ich könnte jetzt hier natürlich auch die Tage vorstellen, so lange bis wir den Mond sehen, aber das mache ich jetzt hier nicht. Das ist, hat man in anderen Videos auch schon. Da empfehle ich den Chris Maximus, der hat das richtig ausführlich gezeigt, wie das mit dem Mond sich hier verhält. Wir fahren jetzt erstmal unsere Fracht. Biege nach rechts ab. Ja, die Mods hier sind übrigens wieder alle for free. Der Anhänger im Workshop, die Parts für den International auch im Workshop. Die Felgen sind allerdings von Retro Development. Der hat, weiß nicht, ob das Google ist oder Mediafire. Auf jeden Fall könnt ihr die auch frei auf seinem Mediafire-Server runterladen. Das waren ja mal Pay-Wheels, mittlerweile aber for free. Und meiner Meinung nach das zuverlässigste und am stabilst laufendste Wheelpacks, was wir hier so haben. Ne? Ohne Abstürze, ohne alles. Was es hat, ist die Kenmax. Also es gibt von Kenwood ein paar Core, die nennen sich Kenmax. Die sind irgendwie nicht in Ordnung, aber ansonsten ist alles tippitoppi. Also da passt der Reifen irgendwie nicht richtig drauf. Ja? Ist natürlich schade, da der Support da eingestellt wird, dass dieser Fehler dann nicht. Aber ich meine, das sind jetzt von, ich glaube, 20 Felgen, ist das ein paar Felgen, wo der Reifen nicht perfekt drauf passt. Also, wie so ein komisches. Ja, Tiefbett will ich nicht sagen, aber die haben so eine komische gewölbte Form nach vorne raus. Irgendwie ist der Reifen ein bisschen zu schmal dafür. Wäre natürlich geil, wenn ihr einen Modder zuguckt. Nehmt euch das Ding, also Retro sagt, wir können die Mods benutzen. Wir können das verändern. Er hat alle seine Sachen, die er je gemacht hat, for free verfügbar gemacht. Da ist vielleicht das eine oder andere Projekt für Modding-Anfänger oder so dabei. Ich würde mich riesig freuen, wenn man dieses Felgenpack hier irgendwie in den Workshop bringen könnte, um das besser im Multiplayer fahren zu können.
Und ja, wer Ahnung hat, kann vielleicht diesen kleinen Fehler mit den Kenmax-Felgen auch noch beheben. Also ich werde mich auf jeden Fall in nächster Zukunft auch nochmal mit diesen ganzen Geschichten beschäftigen. Ich hätte ja Bock, da auch mal was selbst zu probieren, muss ich sagen. Aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. So, was macht er denn jetzt hier mit dem High Beam? Haben wir schon High Beam? Jo, tatsächlich. Wir haben schon Fernlicht an. Ich kann Fernlicht nicht mehr von alleine. Doch. Aha. Warum macht der High Beam dann nicht an? Jetzt kann ich nur noch die Lichthupe quasi benutzen. Ah, da. Fernlicht, kein Fernlicht. Oh, jetzt geht's wieder nicht, weil mir einer entgegenkommt. Oh, jetzt geht's wieder. Ah, nice. Oh, jetzt, wenn Gegenverkehr kommt, wird automatisch abgeblendet. Habt ihr gesehen? Super geil. Machen wir nochmal an. Ja. Und zack, der blendet automatisch wieder runter. Nochmal an. Na, ja, geht gar nicht, ist schon zu nah dran. Na komm, Fernlicht. Ah, zu nah dran. Dauert auch einen Moment. So, jetzt. So, checkt das Licht von vorne und blendet runter. Sehr genial, oder? Ja, und automatisch wird wieder aufgeblendet, wenn dann kein Gegenverkehr mehr kommt. Ach, das ist ja klasse. Das gefällt mir gut, sowas. Ja, das mag ich. Das macht man ja sonst immer manuell. Und dann sollte es auch nicht im Konvoi zu irgendwelchen Lichtspielen kommen, also dass man ständig irgendwie davon gestört wird. Ich denke mal, wenn einer vor mir wegfährt, dann wird sich das auch deaktivieren. Das werden wir sehen. Zack, ja, da geht das Licht wieder runter und die Weitenregulierung bzw. das Fernlicht schaltet sich wieder ab. Ja, total genial, oder? Da muss ich erstmal noch einen Schluck Kaffee nehmen. Prost! Ja, lecker. Ja, das Canon-Video hat euch anscheinend auch ganz gut gefallen. Finde ich super, dass das so viel positives Feedback bekommen hat. Und danke für die netten Kommentare und Likes. Und hast du nicht gesehen? Super geil. Ne? Anders geht's hier nicht weiter. Ne? Also Abo, liken, kommentieren nicht vergessen, damit der Algorithmus von YouTube das auch noch weiteren Menschen anzeigt und wir vielleicht auch hier noch mehr User bekommen, noch mehr Abonnenten und so. Das wäre toll. Ist ja für alle nur positiv. Für mich ist es ein bisschen, ich sage mal, das entschädigt mich für meinen Aufwand, wenn die Videos geguckt werden und ich finde es einfach toll. Das ist jetzt nicht die Welt an Zuschauern, die ich hier habe, aber es gibt dann doch einige, die das interessiert. Na, wir suchen auch immer Fahrer. Aber was heißt wir? Ich suche immer Fahrer, die auch mal mit mir mitfahren, so ein bisschen Mods im Stream zeigen. Ihr müsst auf jeden Fall resistent sein gegen. Oh, warte mal. Ich muss unten lang. Ja, also originale Trucks gibt es hier nicht. Ne? Also ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, dann müsst ihr auch modden. Ganz klare Geschichte. Weil unser Server sind Mods drauf. Wir fahren auch so lokal mit Mods. Also das ist original ist kaum. Also wirklich nur ganz selten. Ich meine, wer das Spiel hier mag und wer das Ganze drumherum mag, die amerikanischen LKWs und so, der weiß, wovon ich rede und der weiß auch, dass es einfach cooler ist mit einem langen Chassis, ein paar geilen Lampen und so. Man kann die Dinger ja so schön ausbauen und ausstaffeln. Ich mag es eher so ein bisschen clean und dezent. Aber dafür dann immer irgendwie so ein bisschen
Ja, edel will ich jetzt nicht sagen, aber ich versuche immer den Style so ein bisschen oldschool und irgendwie cool zu lassen, ne? Also nicht zu spießig, nicht zu modern. Einfarbig eher selten. Aber meistens mit irgendwelchen Pin-and-Stripe-Mustern oder irgendwie sowas. Auf dem Truck ist eine originale Lackierung vom International selbst. 556 bringt auch noch ein eigenes Schema mit. Also wenn ihr den Clean Chassis, den Clean Sleeper wählt auf dem langen Chassis, dann habt ihr auch noch die Möglichkeit, eine, ich glaube, vierfarbige Lackierung. Also ihr könnt wirklich einzelne Parts am LKW einzeln lackieren. Ist auch ganz nett. Zum Beispiel für einen LKW, der jetzt ein gelbes Chassis hat und eine blaue Kabine. Ja, mit leichten gelben Applikationen vielleicht noch. Ja. Sehr nett. Jetzt kommt da gleich eine Maut oder irgendwas. Ah, ich glaube, ich sollte lieber rechts rüber. Also das Raschelgeräusch erstmal, danke Roadrunner, ne? Der Tipp mit der Innenlautstärke war auf jeden Fall super. Man hört das zwar immer noch ein bisschen, aber ist ja fast gar nicht mehr vorhanden. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und man hört den Blinker und so trotzdem noch genug. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Im letzten Kennwort-Video habt ihr ja selber, habe ich auch angesprochen, ne? Das ist dieses Raschelgeräusch seit dem Update mit den Schlaglöchern. Oder war es ESP? Auf jeden Fall in den letzten Updates, da kam das irgendwie dazu und das ist einfach ein ganz fürchterlich. Und jetzt 1,49 und das hat sich nicht verändert, ne? Man fährt zu schnell durch eine Kurve und das Geräusch macht, was es will. Oh, der Sternenhimmel sieht aber wirklich gut aus, muss ich sagen. Oh, nicht in den Pampa fahren. Oh, das sieht wirklich toll aus. Oh, wir müssen rechts rüber. Halten und links abbiegen. Gut, jetzt bin ich natürlich ein bisschen neugierig, ob wir da jetzt, weil wir ja, wir haben ja diesen Trucking Hauler, haben wir ja freigefahren, ne? Jetzt haben wir ja nur relativ wenig LKWs da gesehen in diesem Händler. Gibt es da noch mehr? Also, ich sag mal, wenn ich jetzt in anderen Staaten oder Städte diesen Händler freifahre oder was? Das wäre interessant zu wissen. Ansonsten ist das Angebot an Gebrauchtrucks ja auch eigentlich relativ rar, ne? Ah, unter der Brücke macht das wieder an. Sehr schön. Beziehungsweise, weil der Vordermann weit genug weg ist. Klack, Licht wieder aus. Sehr genial, oder? So, wir sind auch gleich schon da. Sind wir doch in der Nacht gefahren. Da wäre es was gewesen, das Ticket. Aber jetzt haben wir keins. Falls doch und ich habe es nicht mitgekriegt, schreibt es mal in die Kommentare und schreibt
die Zeit dabei. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber ich glaube, wir haben kein Ticket bekommen. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja fast Premiere. Ah, geiler Spiegelanhänger. Also, Deutschland undenkbar, einen kompletten Chromanhänger zu fahren. So, gleich am Ziel angekommen. Und wenn ich mal eben abladen. Ah, der Sternenhimmel sieht super aus. Seht ihr das hier? Ich gehe mal in die freie Kamera. Die Milchstraße. Also, das ist doch so geil, oder? Also, das ist wirklich genial. Ein schöner gelber Peter. Schwarze Felgen. Go, 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 go! EQ ist Power, da sind wir doch schon. Passt. So, ich mache uns aber jetzt trotzdem mal wieder ein bisschen Licht an. Ach. Boom. Da sind wir. Das ist aber jetzt. Seht ihr das von der Sonne? Das ist so ein bisschen. Ah, das sieht cool aus. Also, das ist wirklich geil. Biege nach links ab. Sehr schön. Also ich spiele das ja auch nicht auf 4K, ne? Ich spiele das auf Full HD mit 144 Hz Monitor. Und das ist auch das, was wir Biege nach aufnehmen, die rechts ab. Qualität quasi. Und das sieht schon alles schicki aus, ja, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier natürlich kein Unwetter gehabt und kein Regen und so, ne? Vielleicht kommen wir da in den anderen Videos nochmal zu. Das werden wir auf jeden Fall noch im Auge behalten. Das war eine schöne Fahrt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt bis zum Release auf der 1.49 bleibe. Vielleicht patche ich auch noch mal wieder zurück. Also ein paar Sachen fehlen mir da schon noch. Ja, die Wheelpacks und so, die werden natürlich so Pay-Wheelpacks. Die sind immer versionsbedingt, weil man vor, ich sag mal, diesen Datenklauern, die das halt für sich beanspruchen und dann irgendwo anders veröffentlichen, das ist halt echt ein Fluch, ne, in ATS und ETS. Also gibt, glaube ich, jeden Paymod auch irgendwo für umsonst, was eigentlich relativ unfair ist. Und deswegen sind die versionsgebunden, ne? Also da kommen Versionsupdate wie jetzt und dann funktionieren die bis zum Release. Also wenn man die Beta spielt, muss man meistens bis zum Release warten, um dann auch die Full-Version der Mod zu bekommen. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
Weiß auch nicht, wie das ist mit, wie das nach unten, also abwärts kompatibel ist. Man jetzt 1,49er, oh nee, das passt nicht. 1,49er Wheels auch für 1,48 nutzen kann. Aufwärtskompatibel scheint zu funktionieren, weil diese Felgen, die ich hier fahre, die wurden entwickelt, da war das Spiel bei 1,40 oder 1,39, ne? Also das müsst ihr euch mal überlegen. Die sind schon wirklich ein paar Jahre alt hier. Aus 2, 3 Jahre sind die alt. Und funktionieren einwandfrei, ne? Also wirklich. Ohne irgendwelche Problemchen. Jetzt müssen wir leider mal so ein bisschen auf die Wiese hier beim Nachbarn. Oh, was ist denn da heute los? Oh, völlig gefailt hier, aber völlig. Ich muss doch nur gerade zurück, Herrgott. Wo ist denn das Problem? Oh, nochmal hier. Ach, ist doch gar nicht die Wiese vom Nachbarn. Na gut. Jetzt aber. Ist schon grün, aber mir nicht gerade genug. Ich will noch ein bisschen vor. Ja, Leute, wie gesagt, Abo, liken, kommentieren nicht vergessen. Wenn ihr richtig cool drauf seid, macht da auch noch die Glocke an. Um vielleicht hier hin und wieder mal so einen geilen LKW sehen zu können. Ne, also ATS hat auf jeden Fall Potenzial für solche Sachen. Oh, falscher Knopf. Gehen wir mal einmal runter hier in Standposition. Ja, seid ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei, würde mich freuen und habt einen schönen Tag heute, ne? Und dann würde ich sagen, alles Gute. Ciao mit V. Ciao.